Was geht ab, meine Freunde, Whitey wieder am Start? Wir spielen heute eine weitere Runde. Nein, wir sind immer noch am Trial Thursday. Das letzte Video, was ich heute hochgeladen habe, war nicht ganz so lang. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schneide noch ein bisschen was zusammen von dem Spiel, was ich aktuell tatsächlich privat am meisten zocke. Und das ist, wie ihr schon sehen könnt, Biomutant. Die weiteren Sachen werde ich euch gleich sagen. Lasst aber schon mal ein Like und ein Abo da, falls ihr das erste Mal hier seid und euch mein Content gefällt. Oder falls ihr auch schon das zweite, dritte, vierte oder fünfte Video bei mir schaut. Denn es ist immer noch so, nur knapp 30% von meinen Zuschauern haben tatsächlich meinen Account abonniert. Und ich würde mich freuen, wenn diese Zahl steil nach oben gehen würde. Wir sehen uns im Gameplay. Los geht's. So, erste Videoclips, die ich aufgenommen habe. Ich werde euch jetzt einfach mal ein paar unterschiedliche Sachen reinwerfen und zeigen, was ich überhaupt so an dem Spiel einfach so mega beeindruckend finde. Ich weiß, die Spielwelt ist nicht die größte, es gibt deutlich, deutlich größere Spielwelten, aber ich finde, die Atmosphäre in dem Game ist einfach sowas von Hammer. Hier könnt ihr jetzt sehen, ihr könnt überall halt rumwandern, Sachen finden, hier jetzt eben zum Beispiel eine neue Ausrüstung. Hier könnt ihr halt auch gucken, was für unterschiedliche Ausrüstungen ich bisher schon gesammelt habe. Ich bin noch nicht allzu sehr weit im Game. Das heißt, ich habe auch noch nicht so viel Erfahrung, was das alles angeht. Aber mir macht es ultra hart Spaß. Wenn ich dann zwischendurch einfach mal nach einem harten Arbeitstag nach Hause komme und ich einfach was Chilliges spielen möchte, dann gehe ich aktuell tatsächlich in dieses Game. Also sowas wie Knockout City oder sowas ist auch cool, klar, aber da muss man auch sich immer dauerhaft anstrengen und man muss eigentlich auch Leistung bringen. Und hier ist es einfach so, man kann ein bisschen die Seele baumeln lassen. Die Seele baumeln lassen. Lassen? Junge, lern reden. Und ja, also ihr könnt jetzt hier sehen, man kann halt unterschiedliche Fahrzeuge oder Tiere halt auch reiten. Ich habe hier diesen Mech, wo man eben dementsprechend auch sich den komplett so zusammenbauen kann, wie man möchte. Man kann innerhalb der Welt eben neue Ressourcen finden, um eben seine Sachen auch zu verbessern. Man kann seine Waffen und seine Ausrüstung verbessern, indem man eben Sachen dran baut. Und das ist natürlich auch alles ein bisschen ans Level-Design oder beziehungsweise an dein eigenes Level gebunden. Aber man kann es halt dementsprechend auch immer verbessern. Die Cutscenes sind cool. Das Spiel ist vollkommen übersetzt. Übersetzt in dem Sinne, weil die Tiere, die hier eben die Hauptrolle spielen in dem Game, eben eine eigene Sprache sprechen. Und das ist dann halt von einem Sprecher, der wirklich super cool ist, einfach übersetzt. Und das macht mega Spaß, da auch zuzuhören. Hier ist eine kleine Kampfszene, die ich eingespielt habe, weil ich eben hier erklären möchte. Es gibt verschiedene Fraktionen. Also ich möchte jetzt von der Story halt nicht zu viel erzählen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man verschiedene Fraktionen auswählen kann, die eben dazu führen, wie die Story eben weiterläuft. Und hier unterstütze ich gerade eine meiner Fraktionen, die ich oder der ich beigetreten bin, um einen kleinen Krieg zu oder eine kleine Schlacht zu kämpfen. Diese verschiedenen Seiten entscheiden dann im Endeffekt auch, ob du eher zur guten oder zur bösen Seite der Macht wechselst. Und bei meinem ersten Walkthrough, was das jetzt halt auch ist, versuche ich gerade vor allen Dingen die böse Seite zu unterstützen. Ich meine, die meisten, die mich kennen oder die auch meine Videos kennen, die werden halt auch wissen, dass ich da halt eher zu tendiere. Ich werde aber definitiv auch noch einen zweiten Walkthrough machen oder Playthrough, wo ich dann die gute Seite unterstütze. Hier könnt ihr jetzt gerade sehen, einfach auch wie atemberaubend, also für mich vor allen Dingen, die Grafik von dem Spiel ist, ist einfach großartig. Du kannst dich frei in dieser Welt bewegen, dieser apokalyptischen Welt, und läufst hier einfach durch die City, kannst da halt auch Sachen finden und sonstiges, ist einfach mega cool. Jetzt zum Schluss in Anführungszeichen, wollte ich euch gerne noch auf die Reise zu einer Story-Quest nehmen. Hier ist es so, dass ich diesen Glippo unterstützen soll, um eben das neue Fahrzeug freizuschalten. Oder beziehungsweise, wie gesagt, ich bin halt noch ganz am Anfang und es gibt halt verschiedene Fahrzeuge für verschiedene Situationen. Und hier ist es so, dass ich eben das Fahrzeug für die Wasserwege freischalten muss. Also schickt er mich los und ich soll eben was beschaffen. Und da kann man halt auch ganz gut sehen, wie groß halt die Varietät von diesem Spiel auch ist. Weil natürlich, hier geht es jetzt vor allen Dingen auch darum, Sachen zu erkunden. Ich könnte jetzt direkt straight zum Ziel gehen, aber ich habe jetzt hier einfach mal geguckt, was hier sonst noch so ist und finde dann dementsprechend nochmal ein bisschen was an Heal-Zeug und sonstiges. Dann klettere ich hier rüber und dann werdet ihr sehen, kommt das erste von vielen unterschiedlichen Rätseln, die man eben auch in dem Spiel lösen muss, um in der Story weiterzukommen. Es ist nichts Schwieriges, es ist nichts Aufwendiges, man muss nicht irrsinnig viel denken, aber tatsächlich werdet ihr jetzt gleich sehen, ich werde es verkacken.
Ich werde es einfach verkacken. Ihr habt verschiedene, beziehungsweise unterschiedlich viele Züge und müsst dann dementsprechend die hier eben die, die Räder so einstellen, dass die Wasserzufuhr oder beziehungsweise die Pumpstation dann richtig läuft, um dann eben das Wasser so zu pumpen, dass man den Weg eben weitergehen kann. Ne? So, dass man die Story halt einfach weiterspielen kann. Hier habe ich es jetzt endlich geschafft, zum Glück. Und dann seht ihr die kleine Cutscene und das ganze Wasser pumpt sich jetzt hier raus und ich kann dann eben meinen Weg weiter verrichten, um eben Glippo seine Sachen zu bringen. Ich finde auch hier gerade wieder, dass das Leveldesign ist einfach so diverse. Ihr habt ja gerade eben halt gesehen, wie die Stadt aussieht, diese apokalyptische Stadt. Hier jetzt in den Katakomben oder in den im Abwasserkanal gibt es eben auch unterschiedliche andere Monster bzw. mutierte Wesen, die gegen mich kämpfen. Ah, hier könnt ihr jetzt auch sehen, man kann halt dadurch, dass man eben auf der dunklen oder auf der hellen Seite ist, unterschiedliche Psi-Kräfte machen. Es gibt auch unterschiedliche Klassen, wo ihr nicht hardcore dran gebunden seid, aber die halt eure Anfangsstats ein bisschen verändern. Und ich habe mich halt für den Psi-Freak entschieden. Hier jetzt wechsle ich meine Nahkampfwaffe, damit ich durch die Wand durchbrechen kann. So, ich lade die auf, stoß dagegen und dann geht einfach die Wand kaputt. Und so kann ich mir den Weg durch die Wand bahnen, um dann dementsprechend meiner Wege zu gehen. Ihr könnt jetzt auch mit dieser Waffe, könntet ihr jetzt auch kämpfen, mache ich jetzt aber nicht, weil ich dann wieder auf den Nahkampf wechsle. Hier kommt das nächste Rätsel. Das war auch das erste Mal, dass ich so ein Rätsel überhaupt machen musste. Deswegen musste ich mir das mal ganz schnell eben im Kurzverfahren durchlesen. Und zwar geht es darum, dass ihr die Lichter alle auf das grüne Licht wechseln müsst. Das heißt, wenn ihr jetzt, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal bei anderen Spielen gehabt, wenn ich jetzt unten drücke, dann ändert sich unten das rote Licht zu grün und so weiter. Das heißt, ich habe 8 Versuche, alle Lichter grün zu bekommen. Da habe ich mich jetzt gerade erstmal ein bisschen dumm angestellt. Aber, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, irgendwann checkt man es dann halt, weil großartig schwierig ist es nun auch wieder nicht. Und dann öffnet man eben die Tür und kann dann weitergehen. War jetzt glücklich mit dem vorletzten Versuch, dass ich das noch geschafft habe. Aber die Tür geht auf und man kann weitergehen. So. Hier auch eine neue Mechanik oder eine andere Mechanik. Man kann eben auch Schrott durchwühlen und da findet ihr dann eben Materialien, die ihr dafür benutzen könnt, um eure Waffen, um eure Rüstung oder sonstige Teile zu verbessern. Hier jetzt die ganzen Animationen, die finde ich auch einfach so toll, wie die Tiere oder wie hier meine Spielfigur eben halt springen kann und dann hochklettern kann. Da ist wieder ein neues Monster. Und in dem Kampf seht ihr das, glaube ich, wie cool eigentlich auch und wie dynamisch auch das Kampfsystem ist. Ihr könnt halt diese Ausweichrollen machen oder eben auch springen. Ihr könnt die Attacken miteinander kombinieren, ohne große Probleme. Fernkampfwaffen mit Nahkampfangriffen kombinieren. Hier jetzt so eine ganz kleine Zeitlupenaktion, weil ich richtig beziehungsweise perfekt ausgewichen bin. Und das kann man dann, wenn man nicht so schlecht ist wie ich, eben auch super cool miteinander verbinden. Hier jetzt eben auch dieser Sprung unter dem Monster durch. Einfach so cool, wenn man das richtig timet. Hier habe ich 2-mal den Ausweichschritt richtig getimt. Kann dann eine richtig coole Sprung-Schussaktion machen und verprügel den dann im Nahkampf, bis er eben down ist. Monster oder Gegner können auch zwischenzeitlich Sachen droppen. Ah, hier habe ich jetzt nochmal einfach nur eine Attacke gemacht, weil ich mal zeigen wollte, was es noch für unterschiedliche Attacken gibt. Dann war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ja, einfach mal ein bisschen was skillen. Hier jetzt ist es so, da könnt ihr halt sehen, die ganzen unterschiedlichen Sachen haben halt auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Spiel halt unterschiedlich spielen kann. Ich habe sonst immer auf Intelligenz gegangen, weil das halt meine Ki-Energie verstärkt. Aber ich musste jetzt einfach mal schauen, was ich machen kann, damit ich eben verbessern kann, wie ich mit eben NPCs halt auch kommunizieren kann. Und dafür habe ich mir dann Charisma genommen. Das verbessert eben die Ausführung von Überzeugungen und sonstiges. Hier könnt ihr halt auch das Karma sehen oder die Aura, wie viele unterschiedliche oder dass man auf die helle und auf die dunkle Seite wechseln kann. Hier sind die Psi-Kräfte, die unterschiedlichen, die man alle lernen kann. Man kann seine Biopunkte halt so verlegen, dass man eben unterschiedliche Mutationen schafft, um Attacken zu kriegen, neue oder eben halt auch um, ja, wie nennt man es,
dass man dagegen gegen verschiedene Zustände halt einfach nicht so anfällig ist wie gegen Feuer oder sonstiges, was ich auf jeden Fall skillen musste, damit ich eben meine Feuerattacke machen kann und nicht selber dabei verbrenne. Und hier gehe ich jetzt hin und skille eben noch einen weiteren Schlag, um eben meinen unbewaffneten Kampf so voll wie möglich zu kriegen und schaue dann auch mal nach, ob ich noch neue Sachen im Inventar habe. Das kann man halt alles auch noch dementsprechend sortieren und sonstiges. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter in der Story. Hier durch die nächste Tür durch. Und dann werden wir gleich sehen, kommt die nächste Cutscene und dann kommt ein kleiner Miniboss. Und da ist auch die Kiste, die wir eigentlich gesucht haben, um eben unserem Freund Glibbo seine Sachen zu beschaffen, die er braucht, um uns das Fahrzeug eben endlich freizuschalten. Ich hatte mich jetzt erstmal darauf fokussiert, den Angriffstower hier zu besiegen, weil mich das super nervt bei sämtlichen Spielen, wenn ich die ganze Zeit irgendwo aus dem Off angeschossen werde. Und dann konnte ich mich eben den kleinen Gegnern widmen. Da habe ich jetzt erstmal nur den Fernkampf genommen, konnte jetzt hier den Angriff von dem kleinen, von dem Guerilla-Miniboss eben ausweichen und konnte dann dementsprechend jetzt schon mal zwei von den drei kleinen besiegen. Der dritte folgt jetzt gleich. Hier bin ich jetzt nicht gut ausgewichen, da habe ich richtig ordentlichen Damage kassiert noch. Jetzt habe ich die durch meine Flammen erstmal eingesperrt, kann dann den kleinen besiegen und dann gehen wir hin, kümmern uns um den dicken. Hier einen Ausweichschritt gemacht, zack, damit er mich nicht greifen kann, schlag ihn einmal so, dass er gestunt ist, kann dann um ihn herum hüpfen, schieß ein paar Mal und dann ist er down und hab den Miniboss auch besiegt. So, wie ihr sehen könnt, das Leveldesign ist halt einfach so schön, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht oft genug sagen, wie toll ich einfach die Grafik finde. Obwohl ich tatsächlich nicht so sehr darauf fokussiert bin, dass alle Spiele immer eine wunderbare Grafik haben müssen. Es kommt halt immer auf den Artstyle an, finde ich. Zum Beispiel Knockout City finde ich es auch ein wunderschönes Spiel. Aufgrund dessen, dass der Artstyle zu dem Gameplay einfach so megamäßig passt. Und hier ist es einfach so, dass ich mich in dieser Welt einfach komplett verlieren kann. Die Tiere sind alle... Ja, alles, was hier passiert, ist halt verständlich. Hier ist noch eine weitere Art von Rätsel. Die habe ich schon öfters gemacht und trotzdem verkacke ich es jetzt. Glaube ich, oder? Ja, ja, ja. Da habe ich es verschissen. Dann kriegt der Kleine hier einfach einen Blitzschlag und dann muss ich es nochmal versuchen. So, beim zweiten Mal sollte ich es jetzt eigentlich schaffen? Da bin ich ein bisschen verwirrt, aber ich schaff's doch. Ja. Ihr werdet jetzt gleich sehen, ich werde jetzt die Quest abgeben, dann habe ich das, das Gefährt und dann werdet ihr sehen, warum ich einfach so fasziniert bin von diesem Spiel. Es ist einfach so ein wunderschönes Spiel und wie gesagt, wenn ich dann von einem harten Arbeitstag einfach nach Hause komme und dann irgendwas Gechilltes spielen möchte oder so, dann ist das jetzt gerade im Moment einfach mein Weg zum, ja doch, Glibbo heißt er, mein Weg, das einfach durchzuziehen. Na, also einfach mal nach der Arbeit mich eine Stunde oder anderthalb, je nachdem wie viel Zeit man halt hat und wie viel Lust man auch hat, setzt man sich dann einfach vor den PC, lässt ein bisschen die Seele baumeln, kann hier so ein bisschen chillen, kann sich hier die Charaktere, die Entwicklung des Spiels und sonstiges kann man einfach, muss man halt einfach genießen. Und das tue ich in diesem Spiel tatsächlich sehr, sehr. Es gibt sehr viele negative Feedback oder negatives Feedback zu diesem Spiel. Ich kann es persönlich nicht verstehen. Ich kann aber auch natürlich verstehen, dass es unterschiedliche Meinungen und auch Erwartungshaltungen an Spiele gibt. Und dementsprechend eben manche das Spiel auch anders bewerten würden als ich. Und das kann ich auch verstehen. So, jetzt haben wir das Gefährt freigeschaltet, womit wir über das Wasser gleiten können. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, ich muss mir nochmal kurz eben durchlesen, was der Glibbergleiter... Glibber, weil das Wasser Glibber genannt wird hier in dem Spiel, was der Glibbergleiter alles kann. Dann werde ich auch direkt schauen, ob ich nicht einen anderen Motor noch einbauen oder eine andere Schiffsschraube reinbauen kann und verbessere die dann auch dementsprechend und fahre dann hier aus der Kanalisation raus in die freie Welt und dann schaut euch einfach dieses Spiel mal an. Schaut es euch an. Wir fahren in die freie Welt und dann seht ihr das. Ich konnte in dem Moment auch tatsächlich nicht anders, als mich einfach mal umzuschauen. Was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr das schon gespielt? Habt ihr Lust, noch mehr von diesem Spiel zu sehen? Lasst gerne ein Like und ein Abo da.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Game. Bis dann und ciao.